Ich habe hier ein Auto und es macht drei Phasen. Also bis hierher wird es erst schneller, ja, und zwar mit der Beschleunigung 1,2 Meter pro Sekunde Quadrat und t gleich 5 Sekunden lang. Dann gilt hier 3 Sekunden lang die konstante Geschwindigkeit, so, und dann bremst es ab. Also man könnte hier auch so ein Minus machen für die negative Beschleunigung und dann geht es runter und bremst runter. Und da soll ich jetzt ein bisschen was ausrechnen und ich mache jetzt mal, damit ich mich auskenne, mal hier so römisch 1, römisch 2, römisch 3, drei Fälle, dreimal verschieden. Und hier habe ich ja die Formel A ist Delta V durch Delta T. Hier habe ich V ist Delta S durch Delta T und hier wieder A ist Delta V durch Delta T. Also verschiedene, immer wenn es beschleunigt, die A ist V durch T, und wenn es mit konstanter Geschwindigkeit fährt, ja, ohne Beschleunigung, dann die V ist S durch T. Nicht verwechseln, also nicht die Formeln hier irgendwie dann falsch einsetzen. Los geht's. Ich möchte bei der ersten Aufgabe, also was mir hier fehlt, bei Römisch 1, ist die Geschwindigkeit. Ja, wenn der so beschleunigt, wie schnell wird er denn? Also ich habe hier gegeben T und A, die schreibe ich nicht nochmal hin, und gesucht ist V. Und ich habe eben die Formel A ist V durch T, muss nach V auflösen, das heißt hier mal Delta T und dann habe ich A mal Delta T ist Delta V. Und damit Delta V ist die, was haben wir, 1,2, 1,2 Meter durch Sekunde Quadrat mal 5 Sekunden gleich 6 Meter pro Sekunde. Das ist die Geschwindigkeit. Die könnte ich jetzt auch noch mal 3,6 nehmen. Ist nicht gefragt. Ja? 6 mal 3,6 und dann hätte ich es in Kilometer pro Stunde. Naja, so Stadtverkehr. Gut, jetzt bin ich im nächsten. Jetzt hier könnte ich den. Ich habe die Geschwindigkeit habe ich ja jetzt. Also hier diese Geschwindigkeit ist die Geschwindigkeit. Er beschleunigt, dann hat er die. Ich habe jetzt auch die Zeit. Den Weg könnte ich berechnen. Also, um nach TS aufzulösen, oh, ein bisschen Platz, gut. Muss ich jetzt mal, hier bin ich, so, mal T machen. V mal Delta T gleich Delta S. Also der Weg ist die 6 Meter pro Sekunde mal 3 Sekunden gleich 18 Meter. Also er bewegt sich hier 18 Meter. Er ist beschleunigt da hoch, fährt 18 Meter konstante Geschwindigkeit und dann bremst er. Gut. Also was mir auch wirklich sehr wichtig ist, ist immer erst Formel auflösen, dass die Buchstaben dastehen und dann erst die Zahlen einsetzen. Jetzt im letzten Schritt, jetzt lasse ich mal die einfach die 4 Meter pro Sekunde und also ich habe ja hier die Geschwindigkeit, ja, von 6 Meter pro Sekunde bremst er runter. Die Zeit habe ich nicht, die kann ich ausrechnen und A ist gesucht. A sind die 4 Meter pro Sekunde Quadrat. Also los geht's. Auflösen nach T. Dann mache ich jetzt hier ein bisschen radieren, wenn es um geht. So, hier ist das T. So. Mal T, also mal Delta T. Dann habe ich A mal Delta T gleich Delta V. Und jetzt dividiert durch A. Dann habe ich Delta T gleich Delta V durch Delta A gleich. Und jetzt einsetzen. 6 Meter pro Sekunde durch 4 Meter durch Sekunde Quadrat ist 6 Viertel, ja, 3 halbe ist 1,5 Sekunden. So lang dauert der Bremsvorgang. Ja, während er 5 Sekunden gebraucht hat, um zu beschleunigen, hat es in 1,5 Sekunden runtergebremst. Das ist eine heftige Bremsung. Und jetzt soll man bei der Aufgabe noch ein Diagramm zeichnen, und zwar ein Zeitgeschwindigkeitsdiagramm. So, so sehen wir. Also, diese Achse ist die Zeit, diese Achse ist die Geschwindigkeit. Los geht's. Machen wir ein bisschen sauber. Und mit Lineal. Und ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5. Das ist die erste Phase. 1, 2, 3. Also nicht eigentlich 8. So. 8, ja, weil 3 Sekunden lang wird hier 3 Sekunden lang. Und dann, wenn wir hier einen Zehner hin, die letzte, der Bremsvorgang, der geht da 1,5 Sekunden. Und bei der Geschwindigkeit 1, 2, 3, 4,
hier ist 5 bis 6 geht es hoch. Ja. So. Die Geschwindigkeit v in Meter pro Sekunde, die Zeit, ein bisschen was radieren, so. T in Sekunden. Wir Lehrer wollen immer, so, wir wollen immer den Name, was ist es und die Einheit. Ja, also hier, da, V ist schon wieder weg, durch Meter pro Sekunde. Und jetzt, es geht ja hoch bis daher. Ja, so. Also die Geschwindigkeit ist erst 0, dann ist die Geschwindigkeit 6 Meter pro Sekunde. Und der wird immer schneller. Dann 3 Sekunden lang bleibt die Geschwindigkeit konstant. Dann tritt er in die Bremse, braucht 1,5 Sekunden, um runterzubremsen. Und das ist jetzt diese, also ein sehr typisches Zeitwegdiagramm. Erstes, zweites, drittes, genau. Und die Steigung ist eben im ersten, was hat man da, 6 Fünftel, genau ist 1,2. Also jetzt so aus der Mathematik immer, hoch durch quer, 6 durch 5 ist 1,2. Und hier 4 durch 1,5, 6 durch 1,5. Okay. So schaut's aus.